Hey Leute und willkommen zu einer normalen Folge Sacred 3. Das heißt, wir haben ja letztens hier die Mission in Kooperation erfüllt. Und ja, wir werden jetzt einfach jetzt hier im Korat-Becken einfach die Level 7 Mission jetzt weitermachen. Ich denke mal, das kriegt man hin. Das wird auch die letzte Folge meiner Aufnahmesession sein. Wir haben ein Sprichwort. Eine Feier ist nur ein Vorspiel zu noch mehr Ärger, obwohl dieser meistens nur ein Kater ist. Septik ist unser Kater. Er hat das Wasser des Brunnens im Korat-Becken vergiftet. Warum? Wenn er die Seraphim bekämpfen will, hätte er doch nur zu fragen brauchen. Wegen Zane. Er hat Septik beauftragt, den Brunnen zu verseuchen. Also, damit ihr es wisst, das Korat-Becken stinkt übel. Also, wirklich übel. Die Lebenden sterben nicht so wahlvoll, wie ich es mir wünsche. Ich will mehr Enthusiasmus. Erhöht die Giftmenge. Wenn wir nicht handeln, wird er den Wald auslöschen, der als natürliche Barriere zwischen den Ashen-Truppen und dem Widerstand dient. Ich glaube es nicht. Dass er dabei tausende Unschuldige töten wird? Ach nein, das glaube ich schon. Er ist ein totaler Mistkerl. Ich glaube einfach, sein Plan könnte noch schlimmer sein. Dann sollten wir ihn besser stoppen. Hier vergiften sie das Wasser. Unser Volk zu jagen ist eine Sache. Aber die Natur und unser Land anzugreifen. Ökos! Keine Ahnung, warum die jetzt hier durchstreckt, nur weil er da ein bisschen im Brunnen. Ah, der am Anfang ist so ein Schatz. Okay. Hallo. Ja, gut, okay. Voll übertrieben. Schatz. Ihr wagt es, in mein Versteck zu kommen? Ihr werdet sterben. Dann werde ich mich meinen ruhmreichen Ahnen anschließen. Deine Vorfahren werden so tun, als hättest du dich in der Adresse geirrt. Deine Vorfahren werden so tun, als hätten sie dich in der Adresse geirrt. So richtig dumm sein, wenn du wirklich irgendwo mal tot bist. Geh mal davon aus, es gibt ein Leben nach dem Tod. Du kommst uns deinen Vorfahren und sagen, das Gift, es ist nicht überall. Tretet nicht in die Pfütze. Heiß Gift. Critical kill. Schädel, Sackrömmern! Hallo. Du hast dir einen Sack getreten, du Typ. Der jetzt ja nicht noch dann die Altersbeschränkung hochschrauben müsste und sowas. Das ist aber cool jetzt, ja. Stimmt, das hat ich letztens geskillt, dass ich dann hier Kisten zertrauen und durchschraube. Hallo. Krass! Okay, das ist lustig. Ich glaube, so geht's ein bisschen schneller. All das Gift, das sich im Wasser ausbreitet, es verursacht in mir den Drang, jemanden zu schlagen. Oh. Mist, jetzt habe ich den Becher von jemandem umgehauen. Ich sehe Fallen vor euch mit giftigen Dämpfen. Ihr solltet euch besser davon fernhalten. Nein, nein. Ich bin ein Ork. Ich renn da durch und mach Rauch das Zeug. Macht euch bereit, gegärt zu werden. Was? Ein Elite-Soldat voraus. Ja, mein Gott, du wirkliches Sterben. Hunderte Soldaten kommt durch dir. Na, mein Freund. So, komm, hau Mut. Genau, zerschmettern! Slice and dice. Hallo. Da fang. Da fang. Ich bin brütend. Gezürnt. Ich bin einfach total angepisst. Ich wünschte, ich wäre da gewesen, um es zu sehen. Persönlich. Gesehen habe ich es natürlich.
Hilfe, Gier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe bei der Story von dem von Sacred allgemein ein bisschen was verpasst. Ich glaube, zwischen Sacred 2 und Sacred 3 gab es ja Sacred Citadel. Ich weiß aber nicht, ob das in die Story von hier mit einarbeitet. Aus diesen Rohren kommt das Gift. Zerstört sie und sie werden eure Retter nennen. Zuerst werde ich das tun. Ich frage mich, jetzt schon vergiftet? Ihr werdet eure Schritte noch bedauern. Männer! Haltet sie auf! Hallo. Wirklich so gut. Unmöglich! Dafür werde ich es zahlen. Ihr habt noch nicht die Wandlungsfähigkeit meines Genies kennengelernt. Immerhin wird das Gift vernichtet. Perfekt. Jetzt noch das fließende Wasser reinigen. Enden wir als Wüstenvolk. Ja, auch nicht so schlimm. Ich mag Wüste. Also zumindest mag ich das irgendwie. Komm schon, mein Freund. Lass dich zerschnitzeln. Das ist doch schön. Nein, sehr schön. Ich frage mich, was aus Kartell geworden ist. Ja, dieser Name. Er nennt einen Charakter bitte Kartell. Hier haben sie das Frischwasser umgeleckt, während unser Volk durstete. Gemein. Ja, die sind ganz böse. Fang an zu heulen. Ja, das habt ihr jetzt nicht gehört. Kann ich die Busch hier sagen? Nee. Gibt's hier was Geheimes? Auch nicht. Da! Bewegt das Rad! Dann wird das Wasser wieder fließen, wie es soll. Mein Name ist Cryptix. Dr. Cryptix. Truppen? Ihr müsst gewaltige Gewalt anwenden! Nur noch ein paar Mal, dann werden wir Lobeshymnen über euch singen. Nur ich nicht. Das ist sehr herrlich. Na komm schon, lass dich zerstören. Schön zerstören. Um nochmal auf die Story von Sacred zurückzukommen. Es ging ja ursprünglich, ging es ja los in Sacred 1, dass dieser Shadar, dessen Kieswelt zu holen war. Zumindest da, wo mal dieses Shadar-Gefängnis, aber ist halt auf seiner alten Festung erbaut. Es ging los, dass der irgendwie bei der Beschwörung von einem Fieslinge bekämpfen. Dämon, dass der Sakara den Moment hat er einen Fehler gemacht und ist mit Fehler geschehen. Ich werde den Brunnen einfach direkt und, vergiften. Ja, der ist da wahrscheinlich ein bisschen verrückt geworden. Um euch zu vernichten. Das Eschen-Serien kümmert sich aber auch um Endeffekt schon, sozusagen, fast die ganze Story. Lasst uns seine Pläne durchkreuzen und diesen Brunnen sichern. Ich weiß nicht, der hat dann irgendwie angefangen, das Land zu versklaven. Und halt, ja, gleich sind es mal. Achtung, noch ein Elite-Soldat voraus und, Gremlins mit Giftfässern?
Ja? Was? Ihr werdet den Tag bereuen, an dem ihr mit mir angelegt habt. Oh, das wird ein mächtiges Bereuen werden. Das kann ich gerade nicht mal die Story weiter erzählen. Ja, ich zermalmen. Geld, dann können wir schon währenddessen noch boxen oder was? Nein, die stehen. Das ist fair. Die stehen da im Mob. Zanes General spielt nicht fair. Aber wir haben das nicht nötig. Gut, wie ihr seid. Ja, in Sektor 2 ging es um eine Hochkultur der Elfen. Wenn man jetzt mal Underworld aus dem ersten Teil außen vor lässt, ging es im Sektor 2 um eine Hochkultur der Elfen, die von der Inquisition, naja, getrieben wurde. Da gab es halt eine Licht- und eine dunkle Seite, also Licht und Finsternis. Lasst Gift auf diese Eindringlinge regnen, ich muss sagen, das war ziemlich gut gemacht, weil die Story halt wirklich je nachdem, das wie man sich am Anfang entschieden hat. Die Vermeidung des Vermeidbaren schlägt in dieser Situation vor, sich zu ducken. Ja, genau, sich ducken. Ich meine, es ging halt darum, dass man halt entweder mit, ich glaube, mit fast allen Klassen konnte man das auswählen, halt, was man machen wollte, halt Licht oder Finsternis. Bis auf zum Beispiel Seraphim. Seraphim war auf Licht getrimmt, genauso wie der Inquisitor. Das war halt eine Klasse, die war auf Finsternis getrimmt. Und dann der Schattenkrieger, was der Gladiator aus dem ersten Teil, der ähnlich war, war halt typisch die heftigste Nahkampfklasse in dem Sinne. Könnte man auch als Magier benutzen. Und ja, es war halt so, wenn man, je nachdem wie man sich am Anfang entschieden hat, hat man entweder das Land sozusagen ins Chaos mitgestürzt oder halt auch geholfen, dass es besser wird. Sozusagen Inquisition, dann Obermods von den Inquisitoren dann vernichtet. Ich glaube, ich hatte damals mal Kampfmarke, weil Kampfmarke ist eigentlich immer übertrieben stark gewesen. Obwohl damals war es Zauberin. Und Schattenkrieger war im zweiten Teil, wenn ich mich recht entsinne, sowas von übertrieben. Weil man hat da 3 oder 4 passive Fähigkeiten gehabt. Man konnte aber bei jedem Schattenkrieger sozusagen Verbündete rufen. Insgesamt 4 Verbündete. Verstanden? Wenn man. Schon gut. Passiert nicht wieder. Wenn man halt stark genug und von der Ausrüstung war, war es einfach nur richtig easy, weil die ganzen Typen haben einfach mitgemacht. Dich, mich und darum, dass einer von man uns selbst musste eigentlich gar nichts machen. Schreit. Oh, Boss, wir sind schon fast durch. Krass, dann waren bloß die ersten Folgen so ekelhaft lang. Schnell! Das ist eure Chance, ihn davon abzuhalten, den Brunnen zu vergiften. Oh-oh. Ihr werdet exterminieren! Terminieren! Ach, sterbt einfach! Nein, ich werde dich terminieren. Assimilieren! Das! Verteidigt den Brunnen. Achso, okay. Ja, da habe ich jetzt hier irgendwie schon ein bisschen zu einfach. Jetzt, da ich frei bin, werde ich über die ganze Welt geschleppt und muss mich allen möglichen Monstern stellen. Pass auf. Ihr schafft es. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich dunkle Elfe hatte. Wirklich wehtut. Ich schwere eure Angriffe ab. Ich schwere eure Angriffe ab. Der hat wirklich ein Sprachproblem, kann das sein? Oh, hey, lasst mich raus hier. Ah!
mächtiges Unterbrechen. Crit. Das Wichtigste ist eigentlich, dass das Typen, die das Ding den Boden vergibt, sterben. Oh nein, nein, nein. Gemetzel. Nicht aufgeben, sonst singe ich euch ein ermutigendes Lied. Glaubt mir, das wollt ihr nicht. Nein, wir werden nicht kapitulieren. Wir werden nicht kapitulieren. Nein, ich will auch nicht kapitulieren. Hilfe, kapitulieren. Alter, das Spiel ist einfach so voll kaputt. Da kommt auf so eine Scheiße. Wir werden nicht kapitulieren. Jetzt geh halt kaputt, Mann. Hallo. Du sollst kapitulieren. In die Mangel nehmen. Ach ja, ich hab ja versprochen, mich zu singen. Der Brunnen ist gerettet. Genauso wie das Land und die Menschen von Ancaria. Frohlockt, solange ihr könnt. Ihr habt noch nicht einmal angefangen, das Eschen-Imperium zu schundigen. Wir sind Legierungen. Wir sind Legierungen. Ja, alles cool, alles cool. Du kannst gerne Legierung sein. Das Schwert ist definitiv etwas kleiner geworden. Definitiv. Ganz Stückchen kleiner. Hammer. Wiederbeleben. Kann er wiederbeleben, gibt es 50% Energie. Das, egal wenn ich belebe, am besten, damit man nicht wieder umfällt. 12. Geht eigentlich relativ fix mit Level, oder nicht? Ausrüstung. Was macht eigentlich das Level? Das würde mich mal interessieren, weil es hat immer noch dieselben Schaden. Immer noch vom Kritischen her, sieht bloß ein bisschen anders aus. Ja gut, das Ding sieht auch nicht mehr so hässlich aus. Das ist immer noch so ein hässlicher Baumstamm. Säule der Erde. Der Monolith. Aber das Ding sieht schon richtig heftig aus. Was haben wir noch gekriegt? Ja, Dunkelelf. Genau, gucken wir mal. Schockwelle verursacht eine mächtige Unterbrechung. Mächtige Schildbrecher, mächtige K.O. Und verursacht 40% des Schadens einer Angriffskette. Okay. Nein, ich möchte um Gottes Willen keine 15% meines Lebens verlieren, nur weil ich einen Konter. Also das, wo ich diese Schockwelle ausführe, da würde ich 15% Leben verlieren. Eichenschatz. Ach komm, hey nein, das Gag, komm, den gehen wir daher. Guck mal, ein schwarzer Freund. Der sich gewundert hat, wo mein Kanal, in meinem Kanal-Trailer her, die Therapie gekämpft hat, das war hier. Doch, das ist eigentlich auch an die Viecher. Okay, das war's. Oh, Moment. Nein, es kommen noch mehr. Bereit machen. Mein Geld, geh weg. Das ist auch alles meins, alles meins, alles meins. Thank you.
Schmerz. Eine Welle erledigt, weitere folgen. Wie mache ich das eigentlich? Ich schaff's vielleicht sogar jetzt noch in dieser Folge Level 10 zu werden. Oh, die Dinger platzen ja. Das ist ja unfair. Gewalt! Wahnsinn! Ihr bekommt sogar ein paar Belohnungen, wenn ihr es schafft, sie aufzusammeln, bevor der Kampf weitergeht. Warum ist es aufhören, wenn sie existieren? Oh wow! Ja, genau das Ding war es, was bei mir dann in der Vorbereitung so beim Aufnehmen gestört hat. Aua! Massaker. Ja, leck. Stimmt, mal gucken, was uns das hier bringt. Hurra! Ein Heilungstotem. Ja, komm, von hier. Naja, hier ist das ganze Geld. Das ist alles alle. Thanks, man! Hat Spaß gemacht. Wie bitte was? Guckt euch mal den an. Im Vergleich zu dem hier. Also ich würde den immer fürchten. Item Shop. Halt, jetzt weiß ich, ich wollte noch was gucken. Wollte schon die ganze Zeit gucken, ja. Koop, Kampfgebet. Der Ork beschwört was? Geisterwächter für sich und seinen Verbündeten. Dieser Wächter verursacht bei Feinden mächtige Unterbrechung, Schildbrecher und K.O. Und kontert mit Geisterexplosion. Achso. Ich hab keinen Überblick. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, Animals, ich höre jetzt auf. Tut mir leid. Heute nicht mehr. So gut, würde ich aber sagen, wenn ihr mal wieder Lust habt auf eine Runde Sacred 3. Wer das Spiel hat, ich meine, ihr habt es gesehen, es gibt eine Handvoll Leute überhaupt, die das Spiel spielen. Ich weiß nicht, ob das nur deutschlandweit oder weltweit ist, wo wirklich bloß die 3-4 Leute hier das Spiel suchten oder spielen, wie auch immer. Könnte auch an der Tageszeit liegen, ich meine, es ist gerade ungefähr um 11. Aber okay, das wollen wir jetzt mal nicht als Grund nehmen, weil eigentlich immer Leute, die spielen. Vielleicht ist das Spiel auch einfach mehr oder weniger ein Flop gewesen. Ich weiß es nicht. Ich habe mir es eigentlich auch bloß gekauft, weil ich
ja, nicht damit gerechnet habe. Dass es ein Third-Person, ja, Hack and Slay geworden ist. Aber egal, das Spiel ist trotzdem, es ist nicht schlecht. Es macht auf jeden Fall Spaß, sich diesen ganzen Müll hier anzuhören. Was die so voneinander geben. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Aufnahmesession und bis dahin. Ciao, ciao.